So, Freunde der Spielkultur, wir schauen uns an die PC-Preview-Version von Drake Hollow, sage ich dazu. Das Spiel gibt es eigentlich schon im Xbox Store seit dem 28. August. PC-Release und der PS4-Release wurden verschoben. Es hat keinerlei Gründe mit irgendwelchen Kaufgeschichten und so weiter. Sie haben einfach gemerkt, sie brauchen ein bisschen mehr Zeit. Ist ein relativ überschaubares Dev-Team und es handelt sich hier um ein Crafting-Survival-Spiel. Ich weiß, es gibt sie wie Sand am Meer, aber mit einem ganz süßen Art-Design. Und ja, eigentlich an sich. Ich habe es noch nicht gespielt, jetzt der Trailer verspricht recht viel. Ich hoffe, es ist recht sauber auch zu zocken. Und wir starten jetzt einfach ein neues Spiel und gucken uns mal die erste Stunde an. Für die Leute im Stream, wir werden danach Drone Swarm spielen. Das geht mehr in den Strategiesektor rein. Habe ich mal vor 2 Jahren vorgestellt und bin zurzeit wieder in Kontakt mit den Entwicklern. Weshalb wir das dann später nochmal reinschauen. Und danach kommt noch ein Sponsored-Stream, sobald ich alle angelockt habe. Könnt ihr da noch eine Stunde gucken, wie ich in einem alten Battle Royale Spiel versage. So, wir starten ein neues Spiel. Es gibt nämlich eine Kampagne. Der Sandbox-Modus ist noch nicht in der. Ich weiß nicht, wie es bei der Xbox-Version ist. In der Steam-Version ist sie ja noch nicht drin. Der reine Sandbox-Modus, also gehst du halt eine gewisse Kampagne ab, die halt auch einer gewissen Geschichte folgt. Und ja, man kann den Charakter individualisieren, das habe ich aber schon gemacht vorher. Wir folgen erstmal den Raben, weil wir wissen ja alle, dass Raben immer nur das Beste bringen. Ich muss ein bisschen die Musik runterziehen. Kommt mir gerade sehr laut vor. Und ich spiele mit Maus und Tastatur. Was natürlich auf der Xbox theoretisch auch möglich ist. Weise Krähe. Kindchen, ich wurde geschickt, um jemanden zu finden und ich denke, du bist die richtige Wahl. Du fragst dich, was es mit der Tür auf sich hat, auf der ich sitze. Du musst hindurchgehen. Streng genommen ist es nicht nur irgendeine Gruseltür im Wald, sondern vielmehr ein Portal. Ein paar Leute auf der anderen Seite können wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dich nicht dazu zwingen, du musst es aus freien Stücken tun, aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du dich schnell entscheiden würdest. In meinem Kopf wird es immer nebliger, je länger ich auf dieser Seite bin. Ich kann nicht mehr lange hier bleiben. Ich muss dich warnen, es könnte eine Reise ohne Wiederkehr sein und niemand kann sagen, wann du zurückkehren kannst. Und es wird gefährlich werden. Hast du Lust auf ein Abenteuer? Dann tritt ein. Nein. Und Ende. Credits bitte. Na gut. Wir gehen durch das Portal. Welt wird erzeugt, The Hollow 1. Bis jetzt sieht doch alles noch genauso aus wie vorher. Ach, das sind die ersten Sammelsachen.
Gibt's schon ein Inventar? Natürlich gibt's ein Inventar. Lager, Protokoll. Outfits, die man wahrscheinlich finden kann. Ach, es gibt zum Glück auch eine Karte. Wie gesagt, ich habe selbst noch nicht gespielt. Deshalb bin ich jetzt auch blind hier drin. Wer es auf der Xbox vielleicht schon gespielt hat, der muss jetzt auch nicht direkt 10.000 Mal durchspoilern. Und am Ende merke ich, aus den Pilzen kannst du eh nichts machen. Oder der Sandbox wird erst nach Kampagne freigeschaltet. Das kann natürlich auch sein. Oh, du hast es geschafft. Schon viel besser. Mein Kopf war schon schrecklich vernebelt. Nichts für ungut, aber ich hasse es, herüber zu gehen. Wenn ich ehrlich bin, war ich mir nicht sicher, ob du mitkommen würdest. Ich hatte schon fast die Hoffnung verloren. Selbst die ist dieser Tage Mangelware. Willkommen in Hollow, der Düsterwelt. Ich fürchte, hier sah es schon mal besser aus, deshalb bist du auch hier, irgendwie. Folge mir und ich erkläre dir alles. Es ist Shift. Was man zum Sprinten drücken muss. Ich habe dich auf Wunsch einer alten Freundin hergeholt. Sie kam vor langer Zeit auch von deiner Seite herüber. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn du es direkt von ihr erfährst. Sie hat mir diese Notiz gegeben. Sarah Ho, finde einen Nachfolger. Weise Krähe, ich weiß, wie ich dir und den Dragora helfen kann. Du musst einen Krieger finden, der mental und körperlich stark und empfänglich gegenüber Tieren ist. Suche nach so jemanden, wenn die Hecke dünn ist. Sorge dafür, dass diese Person beendet, was ich nicht zu vollbringen vermochte. Die Person muss mit den Dragora zusammenarbeiten, um stärker zu werden und nach meinen Spuren suchen, die vor den Richtern verborgen sind. Finde so jemand. Das ist der einzige Weg, um den Hollow zu retten. Mit vielen Grüßen, Sarah Ho. Und hier sind wir nun. Du hast diesen jugendlichen Tatendrang, den wir hier brauchen. Die Hecke war nun mal etwas dünn und wie diese Unterhaltung zeigt, hast du anscheinend die Gabe des Tierflüsterns. Komm schon, ich möchte, dass du etwas ausprobierst und es gibt da ein paar Leute, die du treffen solltest. Ja, wenn man etwas ausprobieren soll mit einer Krähe irgendwo im Wald. Ah, jetzt habe ich eine Radarleiste bekommen. Er zeigt mir gleich einen echten Hasen. Einen Dragoner, einen echten Dragoner zeigt er mir im Wald. Jetzt hatten wir einen schönen Spaziergang in der Natur, aber die Arbeit wartet schon. Ich habe eine Theorie über dich, die ich testen möchte. Ich möchte wissen, ob ich wirklich die richtige Person dafür ausgewählt habe. Ich glaube, in dir steckt mehr, als dir bewusst ist. Aber sie selbst, der Kristallhaufen dort, geh zu ihm. Stimme deinen Geist darauf ein, die Kristalle zu erwecken und schau zu, was passiert. Konzentriere dich. Nicht essen. Oh, danke.
Denk mal, Depot ist unser Lager einfach. Nur zu, stimme dich ein. Stell dir vor, wie Energie durch die Kristalle fließt. Hab ich doch. Oh, es hat Freunde mitgebracht. Mir wäre lieber, wenn sie mir Ausweichen beibringen. Aber echt schönes Artdesign, ey. So, jetzt soll ich die weiße Krähe besuchen. Weiße Krähe, nicht weiße. So, du hast unsere geschätzten Verbündeten, die Dragora, getroffen und ein Rudel Unbändige bezwungen. Gar nicht mal so übel. Die Dragora sind gesellige Kerlchen, sanfte Wesen, die es leider sehr schwer gehabt haben. Sie sind nicht mehr die, die sie einst mal waren. Eindringlinge, diese Richter aus der Notiz. Sie haben ein wahres Chaos angerichtet. Deshalb sind die Dragora etwas misstrauisch gegenüber Neuankömmlingen mit einem Hang zu Handgreiflichkeiten. Du wirst ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, wenn du ihr Vertrauen erlangen willst. Die Dragora sind ganz schön hungrig und durstig, da sie so lange im Winterschlaf waren. Leider ist das Land zu nichts zu gebrauchen. Alles, was aus dem Boden kommt, ist faulig und damit ungenießbar. Du brauchst etwas, womit du ihre Nahrung reinigen kannst, damit sie etwas zu essen haben. Du siehst Gott sei Dank aus, als könntest du kräftig mit anpacken. Erinnerst du dich noch an die Sache mit dem Einstimmen mit den Kristallen? Ganz genau, das ist deine Gabe. Mit ein bisschen Konzentration kannst du den Dragora mitteilen, was du gebaut haben möchtest, und schon werden sie loslegen. Sammle etwas Holz und baue einen reinigen Kessel. Komme wieder zu mir, wenn es fertig ist, und ich verrate dir, wie man ihn benutzt. Hier, nimm ein paar Leuchtsteinsplitter. Du wirst sie für den Kessel brauchen. Nimm außerdem diese Heilsalbe. Es ist die einzige, die ich habe. Aber wenn du mit diesen Grunzern fertig werden willst, wirst du sie brauchen. Du wirst schon bald genug herausfinden, wie du mehr davon herstellst, falls du sie verbrauchst. Ich muss sagen, es startet besser als Windbound. Was ja, sag ich mal, auch in die Richtung so ein bisschen geht. Vor allem, weil es schön schnell von der Hand geht. Und das hasse ich bei manchen Survival-Spielen einfach, dass du für jeden Scheiß auf dem Boden, beziehungsweise, ja, jetzt hockt die sich hin und macht das und das und dann wartest du wieder eine halbe Ewigkeit und ich glaube, der Hund hat seinen Ball hinter die Heizung gekickt. Balthasar, was machst du da? Ich glaube, es gibt gleich eine Sequenz, damit man eben kurz den Hund einfangen kann drüben. C-Baumodus. Mit Q und E Gebäude auswählen. Ach, Shift halten, dann kann ich den Kessel auch drehen. Irgendwie an seinem Futterbeutel rumkratzen, der hat auch schon gegessen. So, da kann ich anscheinend Pilze, Beeren und Wasser reintun für die kleinen Viecher, die hier immer rumrennen. Gute Arbeit, ich wusste, dass du es drauf hast. Und nun zum wichtigsten Punkt, nämlich der Benutzung des Kessels. Du wirst diese Insel auf ein paar Dinge absuchen müssen. Trinkpäckchen und Fluchbeeren. Besorge mindestens jeweils 4 davon. Geh zum Kessel und wirf sie hinein. Die Beeren und der Saft aus den Trinkpäckchen werden daraufhin gereinigt und die Dragora können reinhauen. Wenn sie wissen, dass sie eine Mahlzeit erwartet, werden sie bestimmt auch gleich zutraulicher.
Ja. Trinkpäckchen. Handel mit der Taube. Elster, hallo und willkommen in der Welt voller Wunder. Elster Emporium. Wenn du glänzende Objekte hast, dann bin ich genau die richtige Elster dafür. Ein schneller Blick genügt. Vorurteile. Vorurteile. Bitte sieh dich um und inspiziere die Waren. Ich bin immer an einem Handel interessiert und daran, meine riesige Sammlung an seltener und wunderschöner glänzender Objekte zu vergrößern. Schau gerne morgen wieder vorbei. Ich bekomme jeden Morgen neue Ware. Oh, Rohrkolben. Schön, wie die Kreaturen aus Holz Metall machen. Na und? Die sind halt Materialumwandlungskreaturen. Ich weiß doch gar nicht, was das da oben rechts für ein Ding ist. Achso, das ist die Hilfe vom Baumenü. Da ist mein Quest Vorräte zu sammeln. Mein Inventar ist auf 250 Teile beschränkt. Also ich denke mal, es ist 250 Teile, aber ich kann so viel, wie ich will, mittragen. Na, mal gucken. Oh mein Gott. Okay, ich darf den Äther nicht durchqueren. In dieser Welt. Ist also nichts mit Äther schwimmen. Warum zeigt er denn immer noch an, ich hatte eine Nachricht? Die habe ich doch... Ach so, das war die mit dem Äther. Hm. Ein Klo. Okay, es sind sowohl Sachen, die aus der anderen Welt hier rüberkommen und dann sich einfach hier manifestieren. Das sind dann halt Schrotthaufen oder Böden, wo ich den ganzen Kram einsammeln kann dann. Also es sind halt Kisten aus der anderen Welt. Auf Q ist meine Heilsalbe. Übrigens ist... Also auch bei mir... Jetzt, es fehlt mir noch, dass man ausweichen kann oder sowas. Aber ich denke mal, es gibt später dafür sowas wie Schilde. Dass ich mir irgendwie ein Schild craften kann oder sowas. Oder man nimmt einfach eine Gitarre. Macht ja auch mehr Sinn, mit der Gitarre rumzuschlagen. Wie so ein Rockstar. Polyester. Die Animationen sind auch sehr schön von dem... Also normalerweise hasse ich ja männliche Charaktere zu spielen. Aber er ist jetzt eigentlich ganz süß animiert. Weil ich habe nicht alles mitgenommen. Ich suche jetzt gerade wirklich die Trinkpäckchen. Vielleicht sind die im Haus da oben. Denk auch, das ist noch nicht... Ah, okay, es geht immer weiter. Du kannst auch sehen, auf welcher Insel welche Gegenstände existieren. Da sind Trinkpäckchen. Sonderbüchsenschuss, also werde ich wahrscheinlich auch sowas wie ein Gewehr noch kriegen. So, wann kommt dieses Spiel hier raus? Das Spiel ist für Xbox schon raus.
Der Steam-Release oder so ist noch nicht bekannt. Also wann Steam-Release ist, weiß man nicht. Das wurde halt erst verschoben. Es sollte eigentlich vor einem Monat schon auf Steam rauskommen. Das alles wurde dann erstmal unbestimmt verschoben. Und der Xbox-Release war auch jetzt einfach plötzlich. Also es kam plötzlich raus. Ich habe es dann zugeschickt bekommen, weil ich damals mich schon gemeldet hatte für, okay, das würde ich gerne spielen, auch für Steam. Und dann haben sie gesagt, jetzt wohl anscheinend, okay, wir haben jetzt den Release halt auf der Xbox, damit jetzt keiner benachteiligt ist, auf welcher Plattform auch immer er spielt, schicken wir dann, sag ich mal, auch die Preview-Build raus für die PC-Version. Auf der Xbox wird es schon vertrieben. Guck, ich habe was für dich gekocht. Hihi, vergiftet. Lager-EP erhöht. Und es ist sogar im Game Pass drin. Danke, Tausendtod, für die Info. Anscheinend findest du dann diese Dragonia, die dir halt Bonus-Sachen geben. Und du kannst sehen, finde ich eigentlich ganz cool, so ein bisschen erinnert mich das an State of Decay. Außer, dass du jetzt natürlich so kleine Wesen hast, du musst die versorgen. Die müssen irgendwie so einen gewissen Unterhaltungswert haben. Da oben rechts, ne? Ich habe jetzt halt 8 Wasser, hab 8 Essen. Und der Unterhaltungswert von meinen kleinen Viechern hier ist in Ordnung. Und jedes einzelne, also der näppelt oder was auch immer. Gibt mir eine Stärke und anscheinend hat er auch eine Gesundheit. Also kann sein, dass die vielleicht sogar mitkämpfen, wenn ich mich verteidigen muss. Weil ich glaube, es gibt später auch... Oh mein Gott, pupst es mich an? Du ekliges Schwein, du! Ne, die buffen mich dafür. Dafür, dass ich die versorge, buffen die mich. Und ich krieg halt auch gewisse Boni. Ja, ganz gut gemacht. Das kann sehr motivierend sein. Die Dragora waren nicht immer so. Ihre Herzen sind dieselben geblieben, aber ihr Verstand hat sich verändert, seit die Richter herkamen und die Magie hier ihrem Willen beugten. Mit deiner Hilfe können wir die Dragora wieder zu den fröhlichen Wesen machen, die sie einst waren, und dich nach Hause bringen, sobald sie ihre Magie zurückerlangt haben. Aber bevor wir uns daran machen, die Welt zu retten, erfüllen wir besser erst einmal die Grundbedürfnisse der Dragora. Die Dragora brauchen nicht nur Nahrung und Wasser, sie benötigen auch einen Schlafplatz. Außerdem können die kleinen Kerlchen wortwörtlich an Langeweile sterben. Wie es aussieht, bist du ziemlich clever. Ich denke, du kannst ihnen mit dem Schlafplatz und der Unterhaltung helfen. Warum versuchst du nicht mal, den Dragora ein paar Laubbetten und Püppchen zu bauen? Alles, was du für die Laubbetten brauchst, bekommst du von Bäumen. Und für die Püppchen sollst du an der Küste Ausschau nach Rohrkolben halten. Und ein paar Autos stimulieren, um an Polster zu kommen. Schon cool. Weil ich versorge lieber auch noch so ein paar Leute in meinem Dorf, anstatt dass ich nur für mich selbst Survival mache. Ach, wenn ich mit dem rede, kann ich diese Fünkchen einsammeln. Moment, wo ist mein Laubbett hin? Ach, das hält nur für eine Nacht. Habt ihr gesehen, der hat auch für mich Sachen eingesammelt. Die rennen los und sammeln Krimskrams in der Umgebung ein. Ach, haben sie echt süß gemacht.
Gib mir mal dein Fünkchen. Ich weiß zwar nicht genau, was Fünkchen sind, aber ich brauche sie einfach. Püppchen fügen deine Lage sofort zur Unterhaltung zu, erzeugen danach aber keine zusätzliche Unterhaltung mehr über Zeit. Und ja, das Spiel hat eigentlich auch einen Koop-Modus, aber ich kann dazu gerade nicht viel sagen. Also der Trailer zeigt halt, dass man halt auch mit anderen Spielern zusammenspielen kann. Sieh mal einer an, sie werden so schnell erwachsen, Schnüff. Also, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, sind die Vorräte auf dieser Insel etwas begrenzt. So, was jetzt die Situation angeht, wie du bestimmt schon gemerkt hast, bist du auf dieser Insel mehr oder weniger gefangen. Aber keine Angst, wie du dir schon denken kannst, ist das nichts, was sich nicht beheben ließe. Wie bei den meisten Problemen im Hollow kannst du dir einen Ausweg bauen. Nimm diese Blaupause, mit ihr kannst du die uralte und geheime Kunst des Baus einer Kuriositätenwerkstatt erlernen. Los doch, bau sie schon. Wenn du jemals wieder von hier weg willst, bleibt dir sowieso nichts anderes übrig. Ob er mich bedroht? Kuriositätenwerkstatt nennt sich einfach, wie sagt man? Workbench. Komm mal her, Nappelt. Gib mir mal deine Fünkchen. Fünkchen sind wahrscheinlich ihre, weiß ich nicht, Samen? Die sind ja sowas wie Pflanzenwesen, kleine. Vielleicht kann ich später auch ein Gebäude bauen, was automatisch die Fünkchen einsammelt von denen. Könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. So, Blaupause verwendet. Einen Äther-Schutzzauber herstellen. Was guckst du mich an? Bau das Ding. Blöpp, weggeschlagen. Einen Äther-Schutzzauber herstellen. So, die wird benutzt, um erforschen und zur Entwicklung neuer Kuriositäten. Sobald du hier einen Bauplan freigeschaltet hast, kannst du über das Baumenü jederzeit überall mehr davon herstellen. Ein mächtiger Schutzzauber, der von den üblen Effekten des Äther schützt. Ich hatte ja gleich so ein gutes Gefühl bei dir. Tut mir leid, dass ich dich in all das mit hineinziehe, aber die Lage ist ziemlich ernst. Es gibt immer noch Dragora da draußen, die deine Hilfe brauchen. Klettere den Leuchtturm im Norden hoch und schau dich um. Halte... Hinter mir ist wieder so einer. Halte auf dem Weg dorthin die Augen nach Dragora im Winterschlaf offen und schnapp dir jede Blaupause, die du finden kannst. Komm wieder her, wenn du die Gegend ein bisschen erkundet hast. Das nehme ich mit. Die Heilsalbe sollte ich auch mitnehmen. Ausrüstungsmenü öffne mit 1 halten.
Dann kannst du auch die Waffen sehen, die du im Inventar hast. Kannst sehen, was du so dabei hast. Ich denke mal, wenn ich mich vor den Sachen des Äthers schütze, kann ich auch über diese Wassergeschichte laufen. Was sagt das Protokoll? Haben wir alles. Aber was für düstere Musik eigentlich. Aber es ist Klavier, ich liebe Klavier. Das hatte ich alles schon angeschlagen. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah. So kann ich den Äther vertreiben. Besser als Brücken zu bauen, die ich damit X zerstören muss. Da waren glänzende Objekte, die muss ich der Elster geben, damit die mir dafür andere Sachen gibt. Ach, jetzt ist meine Donnerbüchse da. Donnerbüchse, kleine Pistole. Ich denke mal, Munition wird aber erstmal relativ selten sein. Okay, das scheint eine andere. Nee, das ist derselbe. Sind auch Grunzer. Aber weißt du, was mir so ein bisschen auffällt? Ich muss nochmal zurück. Muss nämlich mehr von diesen Ether-Dingern herstellen. Oder kann ich das hier auch machen? Ah ne, die kann ich auch hier herstellen. Okay, dann brauche ich die Produktion von den Teilen an sich. Viel mit den Blueprints etc. Das muss ich an diesem komischen Kuriositäten-Ding machen, weil ich gebaut habe. Aber unterwegs kann ich auch Sachen craften. Also hatte ich nämlich zu wenig gehabt, um rüberzukommen. Ätherverseuchung 0. Aber ich denke, man kannst du da nämlich auch in die Kirche reingehen und sowas, wenn du den Äther verdrängst. Und kannst da besondere Sachen finden. Oder Blueprints oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Die Gegner sind zwar dumm, aber okay erstmal. Ich denke mal, es kommen ja auch noch mehr Gegnertypen als nur hier die billigen. Mein Inventar ist am Anfang nicht mini. Da ist noch das Wichtigste. Ich kann was in mein Inventar reinmachen. What, but the game aren't out on Steam yet? Ah, yeah, you're completely right. That's why I have a press preview version. But it's out on Microsoft Store.
Eklig. Also es sieht wirklich so aus, wenn sie einen anpupsen würden, wenn sie einem die Stärkung geben, beziehungsweise den Buff. Geh nach Hause, Rapper. Mein Inventar ist nicht so unendlich, mein Inventar ist 250. Shelly, I'll explain you already what I did. Or what a version I played, so I don't know why you write more like this. Mein Gott, das ist immer das Problem. Weißt du, du streamst und dann kommen Leute und sagen, ach, das gibt's doch gar nicht auf Steam, das kann ja überhaupt nicht sein. Du denkst einfach nur so, natürlich. Welcome. It's a streamer bonus. Seems I'm a person of streaming. Oh, yes. Oh, da ist eine Seite. Von Sarah Ho. Ich weiß nicht, wo ich mich befinde, aber ich weiß, wer ich war. Mein Name ist Sarah Ho. Eine angehende Wehmutter, Tochter und Schwester. Ich war meinem Herrn treu ergeben. Ich werde hier meine Lebensgeschichte so schlicht wie möglich wiedergeben. Für jeden, der sie finden mag. Ich schreibe, damit ich nicht in den Glauben komme. Mein altes Leben sei ein Traum. No, I never said I got it on Microsoft Store. I only said it's in the Game Pass included. And it's true, it's the Game Pass from Microsoft. Possible that's included. This version I played is a Steam version I get from the developer of the game. And it's not in the pass for PC and Xbox because there's only a release on Xbox already. Ach, HZ1, Alter, du hast auch keinen Streamer-Bonus. Eine Seite aus dem Tagebuch des Adlin Mason. Ketzer seien verflucht. Bis zum jetzigen Zeitpunkt traten 5 Seelen vor das Gericht. Jede von ihnen aufgrund von Geisterbeweisen beschuldigt. Befragt und dann zu ihrem Schöpfer geschickt. Einige halten diese Befragungsmethode für unnötig heftig. Doch jenen sage ich, wenn sie nicht in diesem Leben beichten, dann werden sie es in ihrem nächsten tun. Denn wer bin ich, dass ich ihnen ihre auferlegten Schicksale missgönnte? Ich verstehe mein Englisch auch gut. Deutsche sprechen doch immer ein tolles Englisch. Und auch super ist übrigens, dass meine Waffen nicht kaputt gehen. Naja, vielleicht gehen sie ja noch kaputt. Nein. Alter, ein Rasentrimmer. Ach, leider ist er ausgeschaltet. Er hält ihn auch verkehrt rum, was soll denn das? Man muss doch mit der Rasentrimmerseite, mit dem Zzzz, angreifen. So kann ich ja gar nichts zerfetzen. Halte E zum Starren. Dragora im Winterschlaf gefunden. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Ach da. Wehre den Überfall ab. Hallo? Übertreib doch nicht mit so vielen Sachen auf einmal. Gibt's sowas wie eine Schnellrückreise? Wahrscheinlich nicht. Und es ist nachts, deshalb greifen die wahrscheinlich auch gerade dann das Ding an. Jetzt die Frage, gibt es Fallschaden?
keine Zeit für dich. Ja, ich weiß, dass ein Überfall im Anmarsch ist. Ich bin auf dem Weg zurück. Wahrscheinlich habe ich mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen beim... beim Zurückreisen. Ach, da stehen die auch schon in meinem Lager. Mach meine Sachen nicht kaputt. Ich wollte es nur mal ausprobieren, damit rumzuschießen. Deshalb, ich denke mal, du kannst später Verteidigung auch aufbauen. Oh, da ist ein Bogen drin. Mehr Spieler ist jetzt verfügbar. Drücke Escape, um Freunde einzuladen. Leider habe ich keine Freunde. Danke. Ich glaube, von euch gibt es auch größere Versionen, die kämpfen können. Du hast es bewiesen, ohne Zweifel. Du hast alles, was es braucht. Also gut, hier ist dein nächster Schritt. Du wirst alles hier wieder aufbauen. Hast du da draußen eine Blaupause gefunden? Falls ja, kannst du dich damit ans Bauen machen. Sobald du ein bisschen was gebaut hast, wird das den Richtern auffallen und sie anlocken. Du kümmerst dich um den Wiederaufbau und um die Richter. Die sollte den Dragora wieder Lebensmut geben. Bring ihre Magie zurück. Wenn es soweit ist, schicken sie dich wieder nach Hause. So einfach ist das. Ich habe dich ja bereits gewarnt, dass das ein Weg ohne Wiederkehr sein könnte. Aber ich glaube, das ist dir bewusst. Hier ist ein kleines Geschenk für den Anfang. Benutze diesen Manifestationsfunken, wenn du schnellstens zurück zum Lager musst. Town Portal. So, Lager-LP und Stufen. Dragora erhöhen deine Lagerstufe. Und anscheinend werden sie auch größer. Je höher die Stufe, umso mehr kannst du bauen. Suche sie in der Wildnis oder erhöhe ihr Alter mit Kristallen. Ältere Dagora bringen mehr Lager-LP als jüngere. Erreiche Lagerstufe 4. Warum habt ihr eigentlich alle nichts zu essen? Ups, mein Fehler. Heilsalbe wieder rüber. Ballonschleuder. Ach, untersuchen. Das ist untersuchen. Da kann ich auch sehen, wie viele Funken die zurzeit haben und was die machen. Und welchen Bonus die mir geben. Reinigungsutensilien. Moment, Moment. Kuriositäten herstellen. Stellen wir ein bisschen Ätherschutz her, weil ansonsten kann ich ja nicht reisen. Und wir gehen da mal los. Weil ich habe nämlich keine Blaupausen gefunden. Ich weiß nicht warum, weil ich mich wahrscheinlich nicht gut umgeguckt habe. Aber vielleicht sollte ich mal wirklich zu diesem Haus gehen.
wenn ich das nochmal sehe gerade da. Ah ne, die Krähe will nochmal was von mir. Sieh mal eine an. Du baust hier eine richtige Stadt. Eigentlich nicht, aber gut. Jetzt ist an der Zeit, dass du etwas Wichtiges über diesen Ort hier erfährst. Du und die Dragora, alles Gute, das hier lebt, ist Teil einer Symbiose. Je älter sie werden, umso mehr wird ihre Energie in dich fließen. Was du tun musst, ist, ein paar Kristalle draußen in der Wildnis zu finden. Sobald du welche gefunden hast, kannst du sie für das Wachstum eines Dragora einsetzen. Jeder Dragora hat eine Vorliebe für eine bestimmte Kristallart. Achte also darauf, dass sie zusammenpassen. Ach da, Kyanit, Bernstein, Jade. Ich glaube, du kannst dir selbst beantworten, ob das jetzt schon Drone Swarm ist hier, was wir spielen. Vor allem, weil im Titel ganz genau steht, was wir spielen. Hihi. Ich bin heute richtig nett, ey. Sorry. Also nein, Drone Swarm spielen wir nachher. Wir haben heute zwei Previews. Und nein, das ist kein Spiel, womit ich mein... was ich spiele, um mein E-Mail-Postfach aufzuräumen. Es ist wirklich ein Spiel, was ich gesehen hatte und was ich ganz interessant fand. Von der... Also vom Style und auch... So insgesamt ganz cool. Weil es so aus, wenn es ganz gut von der Hand geht. Und das stimmt auch. Ich würde es auf jeden Fall schon mal besser einstufen als Windbound. Was mir ein bisschen leid tut, weil Windbound eigentlich sehr viel Potenzial hat, es aber leider so gar nicht nutzt in seiner Release-Version. Im Leuchtturm bist du an der Blaupause vorbeigegangen. Woher willst du das wissen? Bist du Profi? Möglich. Und du musst da gar nicht so sitzen. Des Adlin Mason eine Aufzeichnung zur Grenzüberschreitung. Hiermit bezeuge ich die Ereignisse, welche die guten Leute unserer kleinen Stadt heimgesucht haben. Ich, der edle Mason, rechtmäßig ernannter Vorsteher des Anhörungsgerichts, habe gehandelt, um dem bösen Einfluss der unsichtbaren Welt auf unsere Bürger ein Ende zu setzen. Und in diesem Zuge stieß ich auf Hexenwerk der übelsten Sorte. Heute scheint übrigens irgendwie in ein anderes Lager zu kommen. Also Baumaterialienlager oder sowas. Weil es auch anders eingesammelt wird. Also was meckerst du denn schon wieder da hinten? Weil der Hund ist so anstrengend die Tage im Moment, ey. Weil mein Eltern hat ja auch voll den Aufriss gemacht, um mal eben ein bisschen off-topic zu gehen. Da essen wir, der hockt er sich ins Wohnzimmer, dreht sich im Kreis, bellt und meckert rum. Und du denkst einfach nur so, was ist los, Hund? Was ist dein Problem im Moment? Nee, du musst mich gar nicht so angucken. Es gibt gerade nichts.
Hackmesser. Aber es hat ja doch eine gewisse Haltbarkeit. Aber die scheint zum Glück nicht so schnell rum zu sein. So, da war ich ja auch drin. Also rechts oben scheint Tag-Nacht-Wechsel zu sein. Die Sonne geht gerade auf oder schon wieder unter. Egal, ich habe jetzt den Schnellteleport. Dann komme ich auch schnell wieder zurück. Das ist übrigens eine Blaupause, an der ich vorbeigelaufen bin. Ich groove mich ja noch ein in das Spiel. Ich weiß auch noch nicht, wie Entwickler, sag ich mal, Sachen hier verstecken. Da haben ja alle, sag ich, so ein bisschen ihren eigenen Stil immer. Ja, Bogen muss man sogar wirklich anziehen. Alter, sei entspannt. Ich Köchin Sabrina kommt nachher. Und die macht dir auch was zu essen. Also ich suche jetzt gerade nochmal die Leuchtturminsel ein bisschen ab. Und ja, Ressourcen scheinen Respawn zu haben. Selbst irgendwelche diese Trümmerstückchen, wo du teilweise Waren drin finden kannst, spawnen nach. Also musst du nur gucken, in welcher Insel irgendwas versteckt ist, beziehungsweise welche Ressourcen es da gibt, und dann gehst du halt dahin. Ach, sieh mal an. Kleidung! Ich habe Kleidung gefunden! Oh, geil! Ich glaube, es wird schon wieder Nacht. Das geht aber schnell. Und die Gegner machen ein cooles Geräusch, wenn man sie kaputt schlägt. Da war eine Sichel drin. Pionierbeil. Ach scheiße, falsche Taste. So, gucken wir nochmal, ob ich oben wirklich eine Blaupause übersehen habe, aber ich glaube nicht.
Weil hier war nur der Zettel an der Wand und damit haben das haben wir uns angeguckt. Und sonst konnte es halt noch einen höher gehen und da war dann nichts. Okay. Es gibt keinen Fallschaden. Mystischer Park. Ätherverseuchung 7. Ich denke mal, das zeigt an, wie... Also... Äther verbreitet sich und bedeckt Inseln. Es stört Versorgungsnetze, wenn es nicht beseitigt wird. Reinige eine Insel vollständig, um sicherzustellen, dass dein Versorgungsnetzwerk intakt bleibt. Da ich zurzeit überhaupt kein Versorgungsnetzwerk habe oder nicht weiß, was das ist. Aber wahrscheinlich kannst du irgendwelche Sachen aufbauen, dass dann die Inseln abgeerntet werden. Würde ich erstmal denken oder meinen. Irgendwie musst du ja später schneller Ressourcen abernten können. Das ist übrigens auch ganz einfach gehalten, wenn du die Taste nur einmal antippst. Wechselt der automatisch. Also die Waffe zu einer anderen. Ein Geist. Die Verderbtheit muss ich zerstören übrigens. Das sind dann diese dunklen Ranken. Das habe ich zwischendurch auch mitbekommen. Nicht runterfallen! Gerade noch gerettet vom Tod. Zum Beispiel die da ist, glaube ich, eine böse Ranke für die Insel. Ja. Hat die Wand in der Kirche geleuchtet? Klar, das war Gott. Und da ist sogar Bernstein drin. Damit kann ich die Viecher füttern. Ich nenne sie einfach Pflanzos. Weil es einfach besser ist als Name, als dieses komische Dragoras. Die sehen nicht aus wie Dragoras. Und ja, eine Wand kann leuchten in der Kirche, wenn natürlich Licht drauf fällt. Übrigens kann man so richtig geil viel Ressourcen sammeln, ey. Und es scheint so, dass nicht jede Nacht mein Lager angegriffen wird, weil diesmal ist gar nichts gekommen. Stirb, ich will gar nicht wissen, was du kannst. Nein! Oh! Kaputt.
Karottensaft, das wollen die bestimmt nicht. Bei mir im Garten müssen bald Kartoffeln geerntet werden. Willst du vorbeikommen und die Ressourcen sammeln? Nein. Für so einen Unsinn habe ich keine Zeit. Kannst du deine Kartoffeln selbst ernten. Ich komme höchstens für Karotten oder Möhren vorbei. Ah, da steht, Überfall in 14 Minuten. Damit kann ich besser arbeiten, als wenn die plötzlich einfach da sind. Ja, und viel Spaß beim Abernten. Da ist der Schlafende. Au! Ah, da ist das Block, was ich gesucht habe. Shit. Neue Quest Heilsalbe herstellen. Lass mich raten. Ich verliere. Verliere ich mein Inventar? Nein. Ich muss nur ins Lager zurück. Gib mir dein Geschenk. Ein Pfeil. Du bist aber nett. Und jetzt aus meinen Augen. Manifestationsfunke kostet Kohle. So, was habe ich denn für Kristall jetzt eingesammelt? Zwei Bernsteinsplitter. Komm mal her, Rapper. Wenn Dagora altern, haben sie mehr Gesundheit und ihre Stärkungen werden besser. Außerdem machst du damit Fortschritte beim Stufenaufstieg deines Lagers. Oh, ein Kristall! Blüpp! Ich glaube, einen Kurant habe ich auch. Ich habe sogar 4 Kurant-Splitter. Das ist Quarz. Quarz will keiner hier. So, da habt ihr wenigstens was zu essen wieder. Denk mal, ohne den nächsten Quarztypen. Beziehungsweise ohne den nächsten Dragora komme ich nicht auf die nächste Lagerstufe und deshalb kann ich auch noch keine neuen Gebäude bauen. Das kommt halt noch. Das sind Karottensamen.
Und gut, er greift wirklich aufs Lager zu. Ein paar Mal Heilsalbe. Aber theoretisch Stunde angespielt rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An sich ein gutes Spiel. Vielleicht haben wir irgendwann Zeit, auch ein bisschen mehr zu machen. Weil du kannst das Lager, es wird halt wirklich größer mit der Zeit. Mit neuen Gebäuden und auch Verteidigungszäune und all so Geschichten. Und ich denke mal, ein paar Dragora werden später auch in der Lage sein, einen zu verteidigen. Aber ich finde diese Konzeptionierung aus, na, du hast das Lager, du kümmerst dich um die kleinen Viecher, die müssen halt auch essen und alles. Und du hast halt Lagerstufen und baust dann das Lager immer größer aus. Ist eigentlich schon ganz cool. Und es soll halt ein Sandbox-Modus irgendwann kommen. Auf jeden Fall, wenn ihr eine Xbox-Konsole habt, könnt ihr das im Xbox Live Pass im Moment, beziehungsweise in dem Game Pass spielen. Und für Steam und wahrscheinlich für den Microsoft Game Pass für den PC wird es wahrscheinlich kommen. Ich weiß es nicht 100%. Für Steam kommt es auf jeden Fall. Wurde der Release halt nur ein bisschen verschoben. Aber insgesamt guten Daumen nach oben. Ich denke, das wird ganz gut unterhalten.